So, ich stehe hier vor der Pasewalker Kürassier-Kaserne, wo gerade die Kreistagssitzung zu Ende gegangen ist. Es gab gleich im Vorfeld einen Riesenskandal. Der Kreiswahlausschuss hat es gewagt, einen NPD-Kandidaten zur Bürgermeisterwahl hier in Pasewalk zuzulassen. Mit 4-2 Stimmen. Eine demokratische Entscheidung, die hier aber als große Schweinerei gegen die Demokratie gilt. Da sollte sich die Leiterin, die Vorsitzende des Wahlausschusses hier verantworten. Gab es Gerüchte vor dem Kreistag, aber das haben sie sich dann wohl doch aus dem Kopf geschlagen, weil es so sehr nach Inquisition aussieht. Und jedenfalls bleibt unser Mann jetzt auf der Liste und wird auch der Erste auf der Liste sein für die Bürgermeisterwahl. Daran können die hier im Kreistag auch nichts mehr ändern. Ansonsten war recht interessant, dass sie wenigstens einmal in so einer deutsch-polnischen Partnerschaftsangelegenheit Stettin gesagt haben, versehentlich wohl. Es gibt zwei Partnerschaften, eine mit Swinemünde, haben sie es wie Nischke geschrieben, aber sie haben es versäumt, Stettin zu sagen für Stettin, und dazu haben wir ihn gratuliert. Dann haben sie einen alten Antrag von uns wieder ausgegraben. Wir hatten beantragt, die Villen Egier und Emma, das sind zwei traditionelle Villenbaudenkmäler auf der Insel Usedom, zu retten. Das haben sie abgelehnt. Jetzt ist eine abgerissen worden und nun sind sie aufgewacht und wollen die letzte retten. Das dürfte aber zu spät sein. Und wir haben mehrere Anträge gestellt. Wir haben einmal beantragt, dass mehr Polizei in die Grenzregion kommen soll. Der Innenminister Cartier hat erklärt, er würde die Polizei Überwachung und Übersicht in der Grenzregion stärken, aber nicht mehr Personal schicken, was Schwachsinn ist. Wir fordern mehr Personal. Dann haben wir gefordert, dass sich der Kreistag gegen Drogen ausspricht, weil Vorpommern-Greifswald mittlerweile zum Drogenanbaugebiet Nummer 1 geworden ist. Hier gehen ständig große Plantagen hoch, wo Haschisch angebaut wird. Wir haben auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass das die organisierte Kriminalität anzieht und dass auch das auch zur Ausweitung des Gebrauchs führen kann und zu wesentlich mehr Süchtigen und eine Gefahr für die Jugend darstellt. Und schließlich haben wir gefordert, dass der Flughafen Ehringsdorf wieder vom Land gefördert werden soll. Dafür sollte sich der Kreistag stark machen, weil immer wieder vergessen wird, dass es auch noch Vorpommern gibt und nicht nur Mecklenburg, und Vorpommern genauso einen Flughafen braucht wie Mecklenburg. Also soll Ehringsdorf wieder vom Land gefördert werden. Natürlich wurden all diese Anträge abgelehnt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn demnächst dann wieder unter SPD- oder CDU-Überschrift einer dieser Anträge wieder auftauchen würde. Denn wir machen Druck, so gut wir können.